Fräulein Fay, wieso sehen wir uns nicht noch einmal gründlich in diesem Raum um? In Ordnung! Lassen Sie uns noch ein paar Hinweismünzen finden! Wir finden gewiss einen Hinweis darauf, wie die große Hexe aus diesem Raum verschwunden ist. Führen wir unsere Untersuchungen fort. So, Da ist ja auf einmal so ein Kronleuchter. Ja, der ist runtergefallen, als der Inquisitor gekämpft hat. Ach so, ich dachte, wo war, also... Der stand da nicht, drüber. Stand da nicht ein Stuhl? Hey, Professor! Thron? Dort an der Wand, wo der Thron war! Könnte die Wand ein Tor zu einem geheimen Gang sein? Nein, das geht doch nicht, man kann doch nicht durch rote Farbe durch. Ach so, Moment. Also, da müsste man ja auch noch, wie hieß der? Goldtor. Mhm. Ja. Oho. Wie ich vermutet hatte. Gar nicht. Das hat Maya jetzt gesagt. Und am Anfang hab's ich gesagt. Ach so. Oh. Gut, ich hab gesagt drunter statt dahinter, aber... Oh. Ah, ja. Drohinter, das ist doch... Drohintern. Du Hintern. Das ist der Hintern eines Druiden, ein Drohintern. Ja, ein Drohintern, genau, dachte ich auch dran. Es scheint, als hätte sich die große Hexe nicht einfach in Luft aufgelöst. Allerdings wissen wir nicht, wie Inquisitor Flamberg das Bewusstsein verloren hat. Inquisitor Flamberg sein Bewusstsein erweitert hat. Mit allen Mitteln! Auf jeden Fall. Wir können davon ausgehen, dass sie die Gelegenheit genutzt hat und durch diesen geheimen Gang geflohen ist. Wir haben das als Geheimgang? Aber Professor, selbst wenn wir ihr jetzt folgen, denken Sie, wir können sie erwischen? Was sollen wir tun? Fisch. Ja, wir haben nur eine Wahl, Fisch. Ich vermute, sie wollte, dass wir diesen geheimen Gang finden. Es scheint, sie hätte alles unter Kontrolle, aber das hat sie nicht. Wenn wir die Wahrheit finden wollen, müssen wir weitergehen. Sie sagen es! In Ordnung! Gehen wir, Professor! Fortsetzung folgt. Ja, das ist ein schöner Moment für den Katz. Cut, 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 cut. Cut, cut, cut. Zäh, zäh, zäh. Möchtest du speichern? Ja! Also ich möchte nicht. Nein! Fatal! Moment, das haben wir als Sound. Das haben wir als Sound? Moment, ich müsste dich doch wirklich irgendwo haben. Klappt nur nicht. Ach hier, fatal. Fatal! Fatal! Ich hab das so gestoppt versehentlich. Danke. Oh. Jetzt ernsthaft? Das war ja eine sehr... Das ist ja Wahnsinn. Wer hätte gedacht, dass so etwas unterirdisch existieren könnte? Das war ja jetzt ein bisschen wenig, Katzi. Hm. Hat das Budget nicht mehr gereicht? Haben sie sich gedacht, auch machen wir noch schnell eine Gondelfahrt? Dieser Ort ist so total anders als Labyrinthia. Okay, Labyrinthia. Ja, macht eigentlich Sinn von der Aussprache her. Es sieht fast so aus wie direkt aus einem Geschichtsbuch. Ein lang vergessener Teil der Vergangenheit, der das Bedürfnis weckt, ihn zu erforschen. Kommen Sie, Professor, erforschen wir diesen Ort. Ich fürchte, es ist von höchster Priorität, die große Hexe zu finden, Fräulein Fay. Gut. In dem Fall sollten wir uns beeilen und sie fangen, damit wir diese Ruinen genauer erkunden können. Fangen wir sie! Essen wir sie! In der Tat, altertümliche Ruinen sind immerhin meine Spezialität. In der Tat? Hä? Das haben wir als Sound? Oh, das wird noch lustig werden. Dann spiele ich das nämlich wirklich hintereinander ab. Jedes Mal, wenn ich einen Sound spiele. Oh ja, ich hätte fast vergessen, dass Sie Archäologe sind, Professor.
In der Tat. Was? Das haben wir als Haus? Nun wollen wir mit der Suche beginnen. Nächste Aufnahme dann. Ach, Joey. Warte kurz, der hat Hunger. Oh. Oh. Dann lese ich das mal. Ruinen im Wald. Am Ende des Geheimgangs, dem wir vom Anwesen aus folgten, fanden wir unterirdische Ruinen, die von einem See beleuchtet waren. Was ist der Zweck dieser tief im Wald liegenden Ruinen? Als Archäologe muss ich mich durchaus wundern, warum jemand eine solch große unterirdische Stätte bauen sollte. Ja. Warum auch immer. So, weiter. Hat sich ja sonst nichts ergeben. Okay, hier erstmal Münzen sammeln. Ist jetzt die Frage, wie viele sind denn jetzt da drin? Okay, und dann, wenn ich da jetzt wieder hingehe, wie viele Münzen sind... Okay, wir haben alle Münzen gefunden. Ich kann ja dann mal weitergehen. Und jetzt kommt ein Rätsel. Nee. Diese Säulen sind kunstvoll gebaut. Die Erbauer dieser Ruinen verstanden ihr Handwerk. Ja. Diese Tür rührt sich nicht. Es sieht so aus, als bräuchte man einen Schlüssel, um sie zu öffnen. Ich wette, die große Hexe ist auf der anderen Seite. Ich glaube, ich krieg das nicht so hin wie Mark. Das wäre eine Möglichkeit, allerdings... Gibt es noch einen anderen Raum, den wir noch nicht untersucht haben? So. Ich was verpasst? Ja. Die sind da halt in diesem altertümlichen Ding drin. Und Storymäßig meine ich? Nö. Okay. Drei Hinweismünzen hast du verpasst, aber sonst. Das ist jetzt nicht so wichtig, dass ich weiß, wo die war. Ja. Ich muss erst eine neue Packung aufmachen, deswegen hat es einen Moment gedauert. Eine neue Packung Hinweismünzen? Mhm. Du darfst übrigens auch dann lesen, wenn du möchtest. Oh. Alles klar, Professor, dann sollten wir uns zuerst den anderen Raum ansehen. Ja. Oh, das ist der Water Tempel hier. Solange wir keine Wasserstände verstellen müssen. Neuer Ort auf der Karte. Ruinen. Kleiner Raum. Nein. Oder es gibt dann auch den mittleren Raum, den großen Raum und natürlich den gigantomanischen Raum. Überall ist Feuer. Ja. Ja, ist ja auch. Das ist aber nur kleines Feuer. Das ist ja auch nur der kleine Raum. Ja. Ich frage mich, was das für ein Raum ist. Der kleine Raum! Aus Stein! Warum fragt sie sich, was das für ein Raum ist? Es stand doch da. Auf der Karte. Ja. Willst du etwas sagen? Sie hat keinen Übersichtsplan! Hör hier nicht so rum, Mann! Wir haben einen Sound davon! Sagen Sie, Professor, liegen Sie auf mir oder sehen diese Statuen alle sehr traurig aus? Was? Beides. Nein, Sie haben recht, ich liege auf Ihnen. Sie vermitteln eine gewisse Trauer, wenn ich auf Ihnen liege. Es scheint fast so, als wäre es Schmerz. Ja, das tut ganz schön weh, was machen Sie da? Sie sind unheimlich.
Aber das Sie hätte jetzt mit einem großen S geschrieben sein müssen. Fuck, aus Versehen Schleichwerbung gemacht. Aus Versehen. Dann kann ich auch gleich noch die Lidl-Kekse ins Bild halten. Lidl, wir lieben Lebensmittel. Die sind softbaked, die mag ich voll gern. Softbaked? Also so wie soft? Etwas, was sich so fast drauf reimt? Nee, die sind so matschig. Irgendwie so ein bisschen. Ja, nicht ganz knusprig gebacken. Ja, sind die anderen, die ich meine, das nicht auch? Ja, aber die sind mit Füllung. Ja, und mit ekliger Füllung. Die schmecken wie so Fudge, das manchmal in, weiß ich nicht, Eis oder so ist, finde ich. Mhm. So ein bisschen, nicht Fudge, diese Cookie-Dinger. Mhm. Diese matschigen. Fudge ist was anderes. Du bist mit Lesen eigentlich dran. Oh! Professor! Ich weiß, es ist ein wenig kindisch, sich vor Statuen zu fürchten, aber sie müssen nicht... Ich fange nochmal an. Oh, Professor, ich weiß, es ist ein wenig kindisch, sich vor Statuen zu fürchten, aber Sie müssen mich nicht gleich auslachen. Oh, Professor. Nein, Fräulein Faye, das war nicht ich. Ich bin froh, dass ihr euren Weg hierher gefunden habt, Professor Herschel Layton. Wie ich vermutet hatte, ihr wart diejenige, die uns hierher geführt hat. Sagt, welches Geheimnis verbergen diese Ruinen? Aber, ich denke, ihr seid durchaus in der Lage, an den Anfang zu reisen und die Wahrheit selbst herauszufinden. Der Anfang? Habt ihr jemals darüber nachgedacht? Wieso der Schöpfer begonnen hat, die Geschichte zu schreiben? Oder vielmehr, wieso er sie weiterführt? Die Antwort auf diese Fragen liegt in diesen Ruinen begraben. Die Antwort auf diese Fragen liegt hier begraben. Wenn dem so ist, würdet ihr mir die Frage gestatten, wieso ihr diese Information mit uns teilt? Ich finde das cool, wie der Text da so erst so blass ist und dann klar wird. Und noch dazu rosa. Für mich ist das lila. Lila. Pink. Lila. Purple. Was? Purple? Purple. Ach, Purple. Violett. Was, Purple? Ja. Tief. Lila. Ganz einfach. Ich möchte, dass ihr der Wahrheit näher kommt. Apropos kommen. Ich fürchte, ihr werdet alles Übrige selbst erulieren müssen. Was heißt erulieren? Erulieren? Nee, eruieren. Erulieren kenne ich nicht. Nee, was ist eruieren? Sowas wie ermitteln, herausfinden? Sowas? Ja, das macht auch in dem Kontext Sinn. Ja. Aber das ist sicherlich ein Kinderspiel für einen Gentleman wie euch. Was genau habt ihr geplant? Wenn der wahrheitlich die verborgenen Schatten der ersten Gesichter erhält, wird die legendäre Gestalt erscheinen. Welche? Doch nicht etwa! Die große Hexe in dem Moment. Oh, warte mal, legendär, doch. Arcani ist ein legendäres Pokémon laut Pokédex-Eintrag, aber kein legendäres laut Regeln für legendäre Pokémon. Das ist richtig. Ja. Winter. Also wäre es die große Hexe Arcani. Ich stelle mir gerade so vor, wenn dann die legendäre Gestalt erscheint und so die Tür geht auf und man so von hinten Licht und erstmal sieht man nur die Silhouette, dann kommt sie so raus und dann denken sich alle, das ist der Mario! Feuer Mario. Ja, die große Hexe Arcani, sag ich ja. Die große Hexe Arctana. Die Weiterentwicklung von Arctos. Arctana.
falsches Element. Hör hier nicht so rum, Mann. Aber das tust du dir doch da gerade.